Uhr bei mir. Wow! Ist er schon am Film? Der ist schon am Film. Ja, komm jetzt im Fernsehen? Ja, du kommst ins Fernsehen. Oh. Sag was jetzt, zur Vatertagsparty in Witten. Ja, geil, oder? Also, ich bin ja jetzt, glaube ich, schon vierte Jahr hintereinander hier bei Matthias Lutz und was der Matthias hier so auf die Beine stellt, ist schon Hammer, echt gewaltig. Hammerhart, habe ich auch gesagt. Und was ich finde bei dem Wetter, hammergeiles Publikum, ne? Wie hart ist denn ein Hammer? Es gibt auch weiche Hammer, sowas wie dich, aber nein, da reden wir ein andermal drüber. Weil ich aus Hamm komme, bin ich ein weicher Hammer. Okay, hatte ich vergessen. Oder verdrängt? Egal. Verdrängt. Was hältst du von dem Publikum hier? Ja, geil. Wir sind gut mitgegangen und aber wir haben jedes Jahr hier am Sonnenschein haben wir echt super Publikum hier, obwohl dieses Jahr das Wetter nicht so toll ist. Ist trotzdem sehr voll und ich kann einfach nur sagen, das ist jedes Jahr aufs Neue eine gelungene Veranstaltung. Definitiv, weil wie gesagt, ich bin zweite Jahr hier und wirklich total klasse. Hammerhart. Genau so, obwohl wir in Witten sind. Dein neuer Song? Mein neuer Song, Hammerhart. Wie fandst du ihn? Ich fand ihn ganz gut. Ich finde ihn mega geil. Ich glaube, der wird richtig durchstarten und so wie du bist, sag ich nur. Mallorca, Opening, sag mal was. Ich war dieses Jahr nicht da, weil bei mir sich dieses Jahr privat sich einiges verändert hat. Jetzt gerade in der letzten Zeit, ich bin umgezogen, bin mit meinem Sohn wieder alleine gezogen, mit dem Justin und hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen und bin jetzt wieder mit meinem Sohn alleine, für die Frauen da draußen. Oho. es war sehr stressig für mich, ich habe es dieses Jahr nicht geschafft. Ich denke, ich habe mit dem Megapark Kontakt und ich denke, dass ich im September nochmal runterfliege für 2-3 Auftritte und dann wollen wir mal schauen. Bleiben wir einfach bei Kerstin, okay? Kerstin. Autogrammnummer, Handynummer. Sag mal, wer von uns beiden ist ja eigentlich gerade verrückter? Ich habe gerade eine Cola getrunken, ich bin ein bisschen durcheinander. Ich glaube auch, die bekommt das nicht. Nein, ich habe schon lange keine Cola mehr getrunken. Und was meinst du, wenn ich Fanta trinke? Ich richtig steil. Ich will's nicht wissen. Ah ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir für das Interview. Mal etwas anders heute. Ja. Wieso hältst du das Mikro so komisch? Wie soll ich das sonst halten? Nimm das mal so richtig in die Hand. So, jetzt so greif mal zu. So. Oh. Ist dir das so lieber? Schön geschlossen läuft besser. Alles klar, ich wünsche dir alles Liebe und bis bald. Mach's gut, tschüss. Früher war es eine schöne Zeit, doch da waren wir noch zu zweit. Die Momente unseres Lebens, keiner war davon vergebens. Heute gibt's uns zwei nicht mehr, warum mach ich's mir so schwer? Ich muss doch nur verstehen, wohin soll die Reise gehen? Schau nicht zurück, schau nur nach vorn, dann fühlst du dich wie neu geboren. Bin auf der Suche nach dir, warte schon zu lange hier. Schau nicht zurück, schau gerade.